Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der Saxonia unterwegs. Wir sind bereits im 105. Teil und ja, wir haben hier die ersten 100.000 Soja eingelagert, weil der Preis momentan nicht ganz so berauschend ist. Und das ist halt, wenn alles gut klappt, auf jeden Fall schon mal die erste halbe Million, die wir noch brauchen für die 6,5 Millionen. Da es ja so lange nicht mehr hin ist, bis der Big Bad DLC rauskommt. Mal gucken, was wir noch so geregelt kriegen. Großer Verkehr, das hilft auch nicht. Oh Gott, was hier denn los? Tausende Autos. Ich würde sagen, dann fahre ich doch schon mal los und mach. Das ist ja meine eigene Kreuzung da, deswegen kann mir da nichts passieren. Dann würde ich sagen, dann fahren wir doch schon mal los und machen ihn hier leer. Und er steht natürlich genau passend, dass ich ihn nur hinstellen muss. Weil da steht diesmal gar nicht in der Frucht. Gestern haben wir halt jedes Mal rausdrehen müssen. Das hier ist natürlich jetzt mal ganz was anderes. Weil wir können uns brauchen uns einfach nur hinstellen. Und dann können wir schon weitermachen. So, ihn fahre ich jetzt mal kurz auf Stoppelfeld. Und danach werde ich dann den Soja-Part löschen. So, hier kann man schon gemütlich dann rüberheizen. Ja, du bist voll und er stand auch nicht in die Frucht gedreht, habt ihr gesehen. Also ziemlich hervorragend. Es kommt noch viel Verkehr von der Seite. Natürlich ein etwas größeren Wendekreis, sag ich mal so, mit dem Gerät, dem guten Klaas, deswegen warte ich lieber auch, bis der Gegenverkehr beim Abbiegen weg ist. So, gut, ja, dann werden wir jetzt da hinfahren, einmal kurz den Pfad leer machen und dann werden wir mit dem, das ist eh schon unser Gefällt, dann kann ich hier aufs Grün fahren. Der interessiert mich der Verkehr zum Glück nicht. Wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Und dann werden wir den MAN mal in den Tankwagen ranschmeißen. Gucken, ob noch was drin war. Und wenn nicht, dann hoffen, dass jetzt die 54.000 Liter drin sind, damit wir den Sprit verkaufen gehen, weil wir hatten einen super Preis. Ne? So einfach ist das. Wir hatten einen super Preis. So. Schon arbeiten sie alle mit frischen LKWs. Da ist das gute Stück. Ja, also wenn wir jetzt noch 2 Millionen drauflegen würden, dann würden wir ihn auf jeden Fall kaufen können. Der kostet 6,5, das heißt, uns fehlt so 1,9, um wenigstens noch so 100.000 Handgeld zu haben für die nächste Ernte. Eine halbe Million an Soja haben wir jetzt drin. Das heißt, dass wir müssen noch 1,4 Millionen machen. Und dann wollen wir mal gucken. So. Gucken, ob ich ihn jetzt überhaupt hier vernünftig runterfahren kann oder ob das Ding jetzt komplett buggy ist. Jetzt ist das Ding komplett abgesackt und ich komme jetzt auch nicht mehr drunter. Leute, jetzt wollte ich mich hier bescheißen, oder? So, jetzt gehe ich hier mal. Ich fahre noch sonst gleich vorwärts in die Kiste, wenn er nicht hochspringen will, hier mit seinem Kram. Ja, unorthodoxe Methoden, aber ihr seht selber, ist es auch unorthodox, was hier gerade passiert mit dem Teil. Jetzt zittert er hier komisch. Also das ist so super optimal funktioniert
die Mod noch nicht. Ja. Lässt mich auch hier immer noch nicht drunter, wie ihr seht. Ich weiß nicht, was es ist, ob welche von den Mods es ist. Ich fahre jetzt voll in die Kiste, was soll ich machen? Also verarschen lassen kann ich mich woanders. Jetzt zittert er nicht, weil man sieht, dass die vorderen Reifen tiefer sind. Komme ich jetzt runter? Ja? Lass mich so drunter. Ich hätte doch irgendwo gerade einen Kuh, oder ne? Ankuppeln. So, es war nichts drin. Ne? Dann füllen wir das Ganze jetzt. Hüpfen mal raus. Also ein bisschen was produziert hat er. Nicht unendlich viel. Das sieht man daran, dass noch nicht so viel Mischfutter und sowas da ist. Spannung steigt. Da sieht man den Part verschwinden, so einfach ist es, ne? Ja, mal gucken, was gleich drin ist. Wir gucken jetzt in der Zeit mal auf der Karte, was der Silagepreis macht, weil auch da hatten wir ja einen Bug. Aha, jetzt ist gerade kein Bug da. 1445 ist eigentlich auch okay. Da würde ich also auch noch eine Runde Silage verkaufen fahren. Eine Ladung auf jeden Fall. Wie gesagt, der Rubel muss ran sozusagen. Guck mal, 48.000 Liter sind es. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen anders hinfahren. Vielleicht spackt er dann da nicht so rum. So, jetzt sagt er schon den Auffüllen. Jetzt hat er sich richtig hingestellt, ne? Also voll war er jetzt noch nicht. Aber Silage können wir verkaufen. Natürlich ist es ziemlicher Aufwand, deswegen hin und her zu fahren, aber jetzt kurz vor dem Kauf noch einen weiteren LKW zu kaufen, ist natürlich ziemlich aufwendig. Obwohl wir da zum Dieselabtransport ihn relativ oft gebrauchen. Aber wie gesagt, bis zum Kauf des Feldes muss es noch so gehen. So, der Raps ist voll. Heißt also, wir springen sofort um auf... Da haben wir den Übeltäter. Er hat wenig Sprit. Das ist auch nicht gut. So. Ne, Raps ist voll. Da sind wir. Okay. Ja, da steht wieder auf der richtigen Seite. Das ist schon mal super. Wollen wir hoffen, dass er den Part hier rauspumpt. Ja, wenn wir uns unsere anderen Felder angucken. Ihr seht hier, die 34 muss gepflügt werden. Allerdings habe ich die 34 hier auch noch in die 2 in Wachstum. Ich habe die 34 leider vergessen zu pflügen. Die 2 dementsprechend ist auch schon wieder im Wachstum. Die haben wir nämlich schon gemacht. Also das müssen wir beim nächsten Mal unbedingt nachholen, dass die 34 gepflügt wird. Und ja, das sind die beiden Felder, seht ihr selber. Das Orange ist noch, was drauf ist. Das Lilane ist das, was schon abgeerntet ist. Die sind also noch dabei. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte, wie ihr seht, hier von dem Feld. Was ja schon mal kein schlechtes Zeichen ist. So.
So, Preisübersicht, ja, so. Solange es kein Drescher voll ist, kann ich also mit ihm hier fahren. Und wir bringen Silage weg, ein oder zwei Ladungen. Wir warten ein Stück. Ist das nicht toll, Leute? Quietscht da nicht, aber jetzt wieder. So. Ja, gucken müssen wir natürlich auch, weil die Produktion läuft ja. Wie viel Milch wir an Bord haben, weil wir müssen natürlich aussehen, dass wir den Käsepart noch laufen haben, weil die wollen wir natürlich möglichst auch noch einmal verkaufen. Weil auch das sind ja so 220.000 oder sowas oder 200.000 so in der Richtung. Alles Richtung Feld. So einfach ist es. Das soll ja alles laufen. Wareneingang ist zu, Warenausgang ist noch bis 19 Uhr auf. In-game, wir haben es jetzt hier kurz nach 5 in-game. Heißt also, wir müssen... wir haben noch knapp 2 Stunden, um die Milch dann da rauszuholen. Und dann schauen wir mal. So, hier nehmen wir kurz ein bisschen Grünstreifen mit. Und dann schauen wir mal. Ja, in den Kommentarbereich könnt ihr gerne schon mal schreiben, dementsprechend, was wir denn als erstes dann anpflanzen sollen auf der 161 Hektar Variante, die wir dann kriegen. Weil das bestimmt dann halt die Dynamik einiger Folgen, weil ich glaube, wir brauchen einige Zeit, bis wir den Part erledigt haben. So. Dann bin ich es eben angucken. So, voll ein bisschen nämlich. Voll ist aber auch. Entschuldigung, sind echt Frösche unterwegs. Tut mir sehr leid. So. Einmal den Helfer aus, einmal die Lämpchen aus und einmal aus der Frucht drehen. Einmal raushüpfen, weil das gute Stück steht ja gleich hier, stellen wir gerade fest. Das ist ja schon mal super. Ja, damit ist ja auch schon wieder Viertel voll. Und wie gesagt, wir sind wahrscheinlich noch nicht mal bei der Hälfte. Und wir können auch keinen Traktor fahren, so wie es aussieht. Keinster Form, weil wir es nicht mal geschafft haben, da drunter zu fahren. So. Es scheint noch nicht so weit zu sein. In der Zeit, wo er da jetzt abpumpt. Werde ich hier schon mal in die Richtung fahren. Wir sehen, er ist noch nicht halb leer. 40% drin. Das ist ja alles. Weg, den wir hier schon uns auf dem Weg gemacht haben können, sozusagen. Ich werde jetzt mal bis da vorne an die Kreuzung ranfahren, auf jeden Fall. Und dann werden wir den Drescher wieder in die Frucht drehen und dann gehen wir eine Runde verkaufen. Da haben wir heute kein Geld gemacht, sondern theoretisch gesehen eher Geld verloren. Und das auf dem Weg zum großen Feld, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, Sachen machen wir. Gibt's ja gar nicht. So, ja, er ist noch nicht ganz voll. Das gute Stück hier kann wieder in die Frucht. Oh, da bin ich ein bisschen zu voreilig forsch gewesen. So, gucken, nimmt das so. Ja, super, da bleibt jetzt ein halben stehen. Das werde ich mir verzeihen, glaube ich.
Der ist fast voll. Hat aber das Rohr auf der falschen Seite. Ich hoffe, dass er es schafft, noch zu wenden da hinten in der Zeit. So, wir springen hier rein, drücken aufs Gas. ...75 mal 1400 zerquetschte. Das ist das, was jetzt hier rumkommt. Dürften also die ist noch 100.000 sein, dann geht die Folge vielleicht doch nicht ganz ohne Geld aus. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, da müssen wir halt einige Folgen noch, einige Ladungen noch an den Mann bringen. Und ich hätte auch mit einem etwas schnelleren Verkauf gerechnet, muss ich ja zugestehen. So, aber mit dem Bildern des Abladens, Bildern des Nicht-Abladens, weil ich zu weit gerollt bin. So, mit dem Bildern des Abladens, hier möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden und auch ganz herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich dann freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei wäret. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, natürlich auch über einen Kommentar, auch was wir jetzt mit dem großen Feld dann machen wollen. Und wenn euch mein Kanal insgesamt gefällt, schaut mal euch die anderen Sachen an, wenn euch für den Landwirtschaftssimulator interessiert, dann würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.